Ich bin jetzt schon des Öfteren gefragt worden, welchen Resin 3D-Drucker ich Einsteigern in das Hobby empfehlen kann. Und bevor ich irgendwas empfehlen kann, muss ich natürlich das Ganze mal selbst getestet haben. Und deswegen habe ich mir einfach kurzerhand einen Elegoo Mars 3 Pro besorgt. Und mit dem habe ich einiges gedruckt, unter anderem aber auch diesen Mandalorianer hier, diese Büste von Photosmint. Und wir werden uns in diesem Video mal anschauen, was denn der Elegoo Mars 3 Pro alles kann und warum denn hier auf einmal so eine komische Linie auf der Brust ist und vor allen Dingen aber auch, wie man diesen Metalllook hinbekommt. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makorama.de und ihr seht hier schon auf der Druckplatte, da hängt nochmal so eine Mando-Figur, ganz einfach deswegen, weil dieser hier so eine komische Linie auf der Brust hat. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, was das denn bedeutet und woher das denn kommt. Da gibt es nämlich ein kleines Problem, was ich verursacht habe und was ich aber jetzt gelöst habe. Das habe ich schon gesehen, es ist auf dem Drucker jetzt mittlerweile richtig rausgekommen, das Objekt. Aber fangen wir erstmal an. Diejenigen, die mein Resin-Workflow-Video schon geschaut haben, für die, die es noch nicht gesehen haben, ich packe euch den Link hier oben in die Ecke, die werden wissen, dass ich mir den Elegoo Mars 3 Pro geschossen habe und die werden auch dabei gewesen sein, als ich das Ding angeboxt habe. Und ich muss sagen, das Ding kommt wirklich gut verpackt daher, da kann ich echt nicht meckern, es ist wirklich schön eingerappt, da ist kein einziger Kratzer in der Haube hier oben drin. Und ansonsten ist auch alles wirklich gut geliefert. Die Fabfolie wird mit einer Schutzfolie geliefert. Die Display-Schutzfolie hat auch nochmal eine Schutzfolie oben drauf. Das heißt also, der Drucker wird richtig gut geliefert. Und da kann man echt nicht meckern. Den kann man aufstellen, leveln und direkt losdrucken. Aber was ist denn überhaupt alles bei dem Drucker dabei? Naja, ihr kennt das Ganze schon vom Saturn 2. Das ist das normale Elegoo Toolkit. Da sind zum einen drin, naja, solche Papierfilter hier mit solche Malerfilter entsprechend. Natürlich eine Anleitung. Ein paar, naja, medizinische Masken. Dann natürlich noch eine Spachtel, ein paar Einweghandschuhe. Ein USB-Stick, den ich euch ans Herz lege, dass ihr das Teil wirklich, naja, nicht auf Dauer benutzt. Denn ich habe jetzt schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass einfach, wenn ich das Teil nutze, es mitten im Druck einfach den Geist aufgibt und ich dann irgendwie einen halben Druck da liegen habe. Und deswegen habe ich mir einfach einen trusty rusty USB-Stick aus meinem Elektronikfachhandel um die Ecke besorgt. Das sind jetzt, glaube ich, lass mich mal sehen, 64 GB, die reichen mehr als aus. Und der ist wirklich zuverlässig, der ist auch um einige schneller als das, was Elegoo da mitliefert. Den habe ich jetzt wirklich genutzt, um, also den Brucer Mini, den Elegoo Mars 3 Pro und den Saturn noch ein paar Kanäle zusätzlich dazu, in denen Sie sehen können, was meine Drucker gerade drucken. Da ist also ein Discord-Bot drin, der regelmäßig in die einzelnen Kanäle postet, was er dann gerade druckt und wie weit er dann ist. Da bin ich jetzt gerade bei Mini noch dabei, die Kamera richtig auszurichten. Aber wir schweifen ab vom Thema. Ich habe nämlich noch ein weiteres Zubehör, was da mitgeliefert wird. Und ich hole einfach mal die Haube darunter. Nein, es ist nicht der Knubbel hier oben. Den habe ich mittlerweile wegen dem Resin-Workflow hier oben drauf. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Einfach so einen Saugnapf, den man hier oben drauf packt. Und schon kann man mit den dreckigen Handschuhen das anpacken, ohne dass man sich hier das ganze Acryl versaut. Nein, was ich meine, ist hier dieser USB-betriebene Aktivkohlefilter. Da ist, glaube ich, unten ein kleiner Lüfter drin, genau. Und da ist dann so ein Aktivkohlefilter drin, der wird offiziell natürlich in Cellophan eingepackt geliefert. Müsst nur ein bisschen aufpassen, wenn ihr das Teil auspackt, dann gibt es natürlich eine Riesensauerei. Dann habe ich hier zum Beispiel mal überall solche Krümel rumliegen gehabt, das war echt unschön. Und die Finger waren natürlich dann auch schwarz. Und ich muss sagen, von der Erfahrung her, was mir meine bessere Hälfte gesagt hat, weil ich bin ja geruchsblind, hilft das Teil schon wirklich, weil sie sagt, okay, früher ist sie immer nach oben gekommen bei den anderen Druckern, die ich noch hatte und hat gemeint, oh, hier stinkt es nach Resin und allem drum und dran. Und mittlerweile sagt sie, okay, man riecht das Zeug gar nicht mehr. Das bedeutet natürlich nicht, dass da keine giftigen Dämpfe entstehen können, die sind natürlich trotzdem da, aber der Geruch ist zumindest mal schon mal minimiert. Und damit dann entsprechend die restlichen Dämpfe auch noch abziehen können, habe ich natürlich hier oben direkt ein schönes Fenster. Das heißt also, stellt das Ding nicht bei euch ins Schlafzimmer. Bin ich auch schon das ein oder andere Mal gefragt worden, nein, ins Schlafzimmer würde ich so einen Drucker jetzt nicht unbedingt stellen, generell keinen Drucker und vielleicht auch noch in dieses Ankleidezimmer oder in das Zimmer neben dem Schlafzimmer würde ich jetzt auch nicht unbedingt einen Drucker stellen, denn je nachdem, wie ihr das Ganze abgekoppelt habt, kann es natürlich sein, dass da Geräusche entstehen. Der hier macht einen riesen Lärm. Ich war schon beim Saturn 2 so ein bisschen geschockt, wie laut er ist, aber der hier toppt das Ganze noch mal ein bisschen. Der Lüfter ist wirklich ultra laut und ich spiele euch mal kurz ein kleines Sample ein, wie sich das Ganze nämlich anhört. Ja, und da merkt ihr also, im Vergleich zum Saturn 2 ist das Ganze
schon um einiges lauter. Dann gibt es bestimmt den einen oder anderen, der fragt, okay, ich habe einen Mars 3, lohnt sich das Upgrade? Was ist denn da überhaupt der Unterschied? Nun ja, der Unterschied ist zum einen, dass hier eine Fresnel-Linse verbaut ist. Und wer sich jetzt fragt, was das ist, nun, das ist eine Linse, die hat man, oder ein Glas, was man normalerweise früher in Leuchttürmen verwendet hat. Das ist ziemlich aufwendig damals gewesen, das herzustellen, und auch ziemlich teuer gewesen, das herzustellen. Und man hat es aber gemacht, damit man entsprechend die Lichtausbeute erhöht, also dass das Licht gleichmäßiger verteilt wird auf den Bereich, wo es entsprechend ausgestrahlt wird und natürlich die Lichtintensität nochmal ein bisschen erhöht wird. Und das Gleiche hat man hier verbaut. Dadurch hat man dann auch das Licht, was von unten durch die UV-Einheit projiziert wird, nochmal entsprechend gleichmäßiger auf die ganze Druckfläche verteilt. Das ist natürlich super, weil das macht sich dann später auch in den Drucken ein bisschen bemerkbar. Ansonsten, die Auflösung ist komplett identisch, auch von der Größe her, vom Bildvolumen her, wie beim Mars 3. Da geben die zwei Drucker sich also gar nichts, da merkt man also keinen Unterschied. Es gibt aber einen Punkt, den habe ich eben schon erwähnt, und das ist der Luftfilter, der hier mit verbaut ist, der beim Mars 3 natürlich komplett fehlt. Da sehe ich den einen oder anderen, der sich dann natürlich diese kleinen, unabhängigen, batteriebetriebenen Luftfilter von Elegoo kauft und hier reinstellt. Kann man natürlich auch machen. Man hat hier noch genug Platz auf der einen Seite, um sich noch einen zweiten Luftfilter reinzustellen, aber man braucht es eigentlich nicht, weil das Ding hier schon ein gutes Stück größer als die, die man zu kaufen kriegt, und passt da perfekt rein und wird, wie gesagt, auch über USB betrieben. Das heißt also, man muss da jetzt nicht unbedingt Batterien reinpacken, sondern das Ganze wird direkt aus dem Drucker raus mit Strom versorgt. Ist natürlich schon mal eine super Sache und finde ich echt genial. Dann gibt es noch eine Veränderung im Vergleich zum Mars 3, die man jetzt nicht aktiv sieht, aber die ich der Meinung bin, dass man die hören kann. Das habe ich eben schon mal gesagt. Der Lüfter, der ist ziemlich laut, und das liegt daran, dass da nicht nur ein Lüfter, sondern zwei Lüfter dran verbaut sind. Und das, naja, ist auf der einen Seite ein bisschen schade, weil das Zeug halt ultra laut ist. Auf der anderen Seite hilft es aber entsprechend den Drucker und das Mainboard und alles andere so weit runter zu kühlen, dass die Lebensdauer von so einem Drucker erhöht wird. Das heißt also, dass nicht wie beim Mars 3 nur einer verbaut, sondern zwei. Und das hilft euch dabei, dass der Drucker länger lebt. Das ist natürlich schon mal ziemlich cool. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie da einen Lüfter verbauen oder einen Lüftertyp verbauen, der ein bisschen leiser ist. Ja, weil wenn ich das Ding anmache, kann ich hier keine Videos drehen, dann ist hier wirklich Halligalli in Dosen. Deswegen lasse ich den meistens dann irgendwie laufen, während ich da drüben am Arbeiten bin oder vielleicht sogar gar nicht im Raum bin und mit dem Hund unterwegs bin. Es gibt aber auch zwei Punkte, in denen der Mars 3, dem Mars 3 Pro, einen Schritt voraus ist. Und das ist, dass der Mars 3 Pro mit, glaube ich, zwei Fabfolien extra kommt. Es fällt hier komplett flach, der hat gar keine Folien dabei. Deswegen empfehle ich euch, kauft euch gleich mal ein paar Fabfolien noch dazu. Ups, so rum. Warum passt es besser? Den Link dazu packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Kann ich nur empfehlen, weil wenn mal so eine Folie kaputt geht, dann habt ihr einen leichten Ersatz da. Und der andere Unterschied ist, dass es bei diesem Drucker keine CheetoBox Pro Version gibt. Das ist mir jetzt zum Beispiel mal komplett Wumpe, weil ich sowieso kein CheetoBox nutze und es auch eigentlich so an sich nicht mag. Und ich sitze da eher auf Litchi Slicer. Aber der ein oder andere möchte jetzt sagen, okay, aber das wäre für mich schon ganz wichtig, und wenn ihr das wollt, dann müsst ihr eher den Elegoo Mars 3 kaufen und nicht den Pro. Da ist dann nämlich ein Jahr kostenlos die CheetoBox Pro Variante dabei, da könnt ihr das Ganze ausprobieren. Ich persönlich, wie gesagt, bin aber lieber ein Fan für den Litchi Slicer, weil er einfach, finde ich, das bessere Feature-Set bietet und in der Pro-Variante auch nicht so teuer ist wie das CheetoBox Pro. Aber da gehen wir gleich nochmal genau drauf ein. Ich habe mir überlegt, okay, wie kann ich euch denn verdeutlichen, wie schnell der Drucker dann druckt, und habe mir dann einfach mal die Standard-Settings vom Litchi Slicer entsprechend genommen für das Elegoo ABS-like Resin und habe einfach mal 48 Stunden lang durchgedruckt. Und das Ergebnis ist hier drin. Ich habe angefangen von Loot Studios, wo ich mir erst letztens für das Stage Top die Figuren von Nida Valier von dem Tabletop-Set gekauft habe, die echt wunderschön sind, muss ich sagen. Also Chapeau, wie hoch der Detailgrad bei diesen Figuren ist. Und ich habe angefangen, die Figuren eins nach dem anderen zu drucken. Und da muss ich sagen, ja, ich habe die eine oder andere Figur doppelt gedruckt, deswegen hätte ich vielleicht insgesamt das ganze Set noch schneller drucken können, weil ich halt so deppert war. Auf der anderen Seite habe ich hier eine Figur gedruckt, wo ich dann, die habe ich auch doppelt gedruckt, da ist mir die Basis abgeschmiert. Warum, weshalb, deswegen, weiß ich nicht ganz genau. Aber ihr seht, ich räume hier schon eine ganze Weile aus. Das ist nämlich das, was man insgesamt in 48 Stunden mit kleinen Pausen dazwischen, natürlich mit Abräumen und in die Cure & Wash Station packen. Die habe ich jetzt nicht mit dazu gezählt, weil das war immer so ein bisschen eine Art Delay Time, eine Art Zeit, die man sowieso nicht nutzen konnte beim Drucker erstmal, bis das Druckbett wieder drauf war. Und da muss ich sagen, für diese 48 Stunden bin ich überrascht,
Im Vergleich zum Saturn 2 ist das natürlich, naja, kann man nicht wirklich vergleichen, denn der Saturn 2 druckt das quasi in, naja, einem halben Tag sozusagen, weil dem packe ich einmal die Buildblade voll und dann ist hier schon mal die Hälfte von dem ganzen Kram gedruckt und dann ist der 5 Stunden beschäftigt und gut ist. Hier habe ich jetzt immer 3 Figuren, beziehungsweise von den kleinen hier 4 bis 5 Figuren gleichzeitig drucken können, habe dann auch mal einen Fehldruck gehabt, den habe ich natürlich mit reingezählt, deswegen sind hier, könnten hier noch mehr Figuren stehen, wenn ich ordentlich gearbeitet hätte und den Drucker richtig vorbereitet hätte und, dann wäre hier natürlich noch viel mehr auf dem Tisch. Von daher habe ich gesagt, okay, ich muss das aber fair und ehrlich darstellen, weil es bringt nichts, wenn ich das hundertprozentig perfekt drucke und im realen Leben aber halt mal Fehldrucke passieren und ihr dann sagt so, ja, aber ich kriege nicht so viele Figuren raus. Deswegen, das hier ist so das, wo ich sage, okay, da bin ich entspannt in 48 Stunden unterwegs und da kann ich schon mal im Prinzip bis auf so ein paar große Figuren, die ich jetzt aus dem Set noch nicht gedruckt habe, aus der einen Legion, kann ich schon mal so eine komplette Legion drucken. Das bedeutet also, innerhalb von 48 Stunden hätte ich so ein Set schon mal komplett einsatzbereit. Und jetzt habe ich eben schon mal gesagt, da waren Fehldrucke, wo ich selbst nicht sauber gearbeitet habe. Ihr erinnert euch, dass ich am Anfang gesagt habe, hier den Mandalorianer, die Büste von Photos Mint, den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Da ist hier vorne so eine Linie drauf. Naja, der erste Druck ist das hier. Da ist mir der Druck abgerissen und ich habe so gedacht, huch, was ist das denn? Ja, also ich wollte halt mal ein bisschen was Größeres drucken und bin dann erstmal richtig geschockt gewesen, als ich das so gesehen habe, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, fängt der jetzt an, auf einmal Mist zu bauen. Und ich kann euch beruhigen, nein, tut er nicht. Ihr seht hier drin, ich nehme das mal zur Seite, ihr seht hier drin, ist der Druck komplett vollständig, das heißt also, der Druck ist ohne irgendwelche Artefakte, ich blende auch gleich nochmal ein bisschen B-Roll ein. Und das Problem war einfach nur, dass hier oben die Schraube ein bisschen zu locker war. Das heißt also, hier sitzt der Fehler und ich habe vergessen, das Ganze natürlich festzuschrauben. Und dann gab es, naja, zum einen entsprechenden Abriss. Ja, ich bin froh, dass das ganze Ding nicht irgendwie mit der Buildplate dann runter in den Tank gekracht ist, weil es dann ein bisschen zu locker war. Und zum anderen habe ich dann hier natürlich so einen ganz leichten Layer-Shift drin. Man sieht ihn nicht wirklich, ja, aber er ist halt da. Deswegen, falls ihr dort mal Probleme habt, zieht erstmal hier oben die Schraube an. Das kann schon mal ganz gut helfen. Dann habe ich euch natürlich auch versprochen zu zeigen, wie ich diesen Mandalorianer in diesem Metall-Look hinbekommen habe. Da kommt noch ein Video über den Helm, den ich gerade am Bauen bin. Da habe ich einige Techniken, die ich mir jetzt online angeeignet habe, entsprechend verwendet. Wer das nicht verpassen will, Kanal abonnieren. Und im Grunde genommen habe ich erst einmal das Ganze mit so einer, naja, Emaillefarbe lackiert. Also ich habe mir einen Pinsel geschnappt und habe das Ding einfach wirklich von Hand einfach angemalt. Hab das trocknen lassen. Das ist eine ganz normale Revell-Farbe, die man im Spielwarenhandel bekommt. Und hab dann anschließend mir dieses Graphitpulver genommen und ein paar Make-up-Schwämmchen. Das kriegt ihr im DM oder sowas in der Richtung, ja. Und hab damit im Prinzip dieses Pulver aufgetragen. Kleiner Disclaimer: Egal was ihr hier macht, tragt immer einen Mund- und Nasenschutz, wenn ihr das Ganze verwendet. Gerade hier mit dem Pulver ist nicht zu spaßen. Es ist im Prinzip zwar wie ein Bleistift, ja. Aber es ist halt sehr, sehr, sehr fein. Das heißt also, als ich das Ding schon aufgemacht habe, ist mir schon quasi so ein Schwall entgegengekommen. Und ich war froh, dass ich da schon die Maske auf hatte, weil da entsteht so eine Dunstwolke. Und wenn er die einatmet, das wollte er nicht unbedingt haben. Ja? Graphit muss nicht unbedingt jetzt in der Lunge landen. Deswegen tragt immer eine Maske. Ich habe da so eine richtig schöne Lackiermaske mittlerweile von 3M. Den Link dazu packe ich euch auch mal unten in die Videobeschreibung. Nutze ich mittlerweile wirklich für alles. Für Spachteln, für solche Sachen, auch teilweise mit dem Drucker, wenn ich da arbeite, ist wirklich Gold wert, sitzt gut an und bietet einem wirklich einen guten Schutz in der Hinsicht. Dann habe ich, wie gesagt, so einen Make-up-Schwamm genommen und habe den dann immer regelmäßig hier in das Graphitpulver reingetunkt und habe das hier erstmal grob aufgetragen. Das ist im Prinzip das gleiche, als wenn ihr mit dem Bleistift da drüber gehen würdet, nur dass es halt deutlich angenehmer ist und keine Linien entsprechend hinterlässt. Und dann habe ich mir einen frischen Schwamm geschnappt. Ich nehme mal hier einen raus. Ihr braucht auch keine Angst zu haben, dass das Ganze jetzt, wieder abgerieben wird mit der Zeit. Und bin hingegangen und habe das Ganze richtig schön einpoliert. Ihr seht schon, der Schwamm bleibt hier an der Stelle da vorne an der Kante, wo ich jetzt gerade drüber gewischt habe, bleibt der noch weiß. Also da geht nichts mehr ab davon. Und habe dann hier wirklich schön drüber poliert, damit das Ganze schön glänzend wird. Das kann man natürlich noch eine Stufe weiter drehen. Aber im Prinzip funktioniert das Ganze wunderbar. Und dann habt ihr anschließend so einen schönen Metall-Look. Und das gleiche werde ich auch nochmal mit dem hier machen. Und den werde ich dann auch unter meinen Patreonen verlosen. Das heißt also, da werde ich, sobald ich das Ding fertig habe, nochmal in Patreon nochmal eine Nachricht rausschicken. Wer Interesse hat an diesem
dem Mandalorianer, denn mehr als einen konnte ich nicht gebrauchen. Und ich wollte aber jetzt gucken, ob das wirklich an meiner Schuld liegt oder ob der Drucker vielleicht einen Knall hat. Und es war meine Schuld, deswegen, ich brauche keine Zeit, deswegen gebe ich einen her. In der Vergangenheit bin ich jetzt immer wieder angesprochen worden, wie ich denn auch die richtigen Slicer-Settings zum Beispiel mal für ein Resin, wie hier das Elego ABS-like Resin, was ich mir jetzt ein paar Mal besorgt habe, wo ich ein paar Experimente vorhabe. Das ist, glaube ich, das Weiße, oder? Ja, genau, das ist das Weiße, da habe ich ein paar Experimente vor. Wer es also nicht verpassen will, Kanal abonnieren. Und da kann ich nur noch mal sagen, schaut mal in den Litchi-Slicer. Ich weiß, in der Cheeto-Box ist es immer ein bisschen, naja, so semi-cool, weil dort meistens nur die herstellereigenen Resins verwendet werden. Das würde jetzt hier passen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel ein anderes habt, zum Beispiel ein Flexible Resin oder aber auch von Cheeto zum Beispiel das Resin, was ich da drüben noch stehen habe, was ich demnächst ausprobieren möchte, dann müsst ihr euch natürlich so Stück für Stück rantasten. Ihr könnt dann online gucken, ob ihr irgendwas findet. Ich gehe dann lieber hin und lade mir mal den Litchi-Slicer runter, richte den Drucker ein und sage, ich möchte mal gerne auf dem Drucker das Resin ausprobieren. Oder gucke, ob ich vielleicht ein anderes Resin aus der Kategorie vielleicht finde, also ein ABS-like Resin oder ein Sculpt Resin oder ein Flexible, und fange dann an, mich mit Testdrucken Stück für Stück an das beste Ergebnis entsprechend ranzutasten. Und das habe ich bei dem hier auch gemacht. Ich habe hier die Figuren erstmal mit 3,5 Sekunden Belichtungszeit gedruckt und habe dann aber bei Mandalorianer, das hier ist dann eine Version, die ich mit 2,5 Sekunden drucken konnte. Das heißt also, ich habe hier bei dem Druck schon mal die Belichtungszeit pro Layer um eine Sekunde reduziert, was natürlich gewaltig ist, wenn man es entsprechend sich überlegt, was das an Druckzeit erspart und an Zeitersparnis ist. Und ganz ehrlich, wenn ich mir das überlege, könnte ich sogar noch mehr Figuren in der gleichen Zeit drucken. Deswegen probiert da nochmal lieber ein bisschen rum, testet das Ganze mal ein bisschen aus, wo das Ganze dann wirklich an seine Grenzen kommt. Ich habe auch gehört, dass es Leute gibt, die mit 1,5 Sekunden noch gute Ergebnisse erzielen. Das werde ich natürlich auch nochmal ausprobieren. Und ich muss sagen, bis jetzt bin ich mit dem Drucker richtig gut zufrieden. Es ist halt wirklich aufbauen, leveln, das geht wirklich super einfach. Einfach Druckbett raus, hier die zwei Schrauben lösen, Papier unten drunter legen. Ihr könnt auch zum Beispiel die Anleitung nehmen oder sonst irgendwas entsprechend, was ihr zum Leveln nutzt. Oder ihr könnt das Becken drin lassen und trocken leveln mit dem Fabfilm. Das mache ich persönlich gar nicht gerne, weil ich meistens irgendein Resin drin habe und ich halt das Ganze irgendwie sauber machen möchte, damit ja nichts zwischen Druckbett und dem Fabfilm später ist. Und wenn ihr das gelevelt habt, das geht wirklich innerhalb von 2, 3, 4, 5 Minuten, je nachdem wie lange der Drucker braucht, um runterzufahren, dann habt ihr wirklich einen gut gelevelten Drucker. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass je nachdem, wenn ihr die vielleicht nicht hart genug angezogen habt, die Schrauben, und ihr dann was von der Druckplatte runter machen wollt, dass sich dann hier dieser Kugelkopf wieder ein bisschen verschiebt. Das kennt man auch von der Kamera her. Und damit das nicht passiert, habe ich mir das hier schon vor langer Zeit bestellt. Das hat nur Ewigkeiten gebraucht. Ich weiß, ihr habt es unter dem Video für den Resin Workflow entsprechend erwähnt, dass ich mir das besorgen soll. Es war da schon lange bestellt und auch unterwegs. Und zwar sind das solche Flexplates. Ich habe jetzt hier so einen Doppelpack bestellt, weil der einfach günstiger war insgesamt als einen anderen. Und vielleicht kaufe ich mir ja nochmal einen in der gleichen Größe. Und das sind einfach Flexplates. Ihr habt hier unten wie bei den FDM-Druckern auch eine Magnetfolie, die ist ziemlich dick hier, die müsst ihr auftragen und dann 24 Stunden lang den Drucker ruhen lassen, das heißt also die Bildplate 24 Stunden lang ruhen lassen, damit da ja nichts passiert, und dann könnt ihr hier ganz einfach klack und nach dem Druck macht ihr das Ganze ab, poppt die Drucke ab, genau wie beim FDM-Drucker, und dann könnt ihr weiter drucken. Das heißt also, das hier mit den zwei Schrauben, wo ihr dann vielleicht ein bisschen mit mehr Gewalt rangehen müsst, um die Drucke von der Druckplatte zu lösen, ist da nicht mehr. Und das, finde ich, ist schon ziemlich genial. Also besorgt euch auf jeden Fall so ein Flexplate-System. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und da wären wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und natürlich auch vielen lieben Dank an meine Patreonen, die immer zahlreicher werden. Die supporten nämlich, dass ich genau solche Projekte hier machen kann und für euch diesen Content hier machen kann. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.